Ladies and gentlemen, welcome to the 200 Subscriber Special! Yeah! Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zum 200 Abonnenten Special. Ich habe es endlich geschafft, den ganzen Kram, ja, Kram ist nicht, die ganzen, Entschuldigung für den Ausdruck, das Ganze zusammenzustellen. Ob es lang oder nicht lang gedauert hat, das überlasse ich eurer Fantasie. Okay, natürlich als allererstes riesen Kompliment an euch alle, die mitgemacht haben, die Fragen eingesendet haben. Wirklich super geile Sache. Hat mich sehr gefreut und hat mir auch sehr viel gespaßt, die Fragen zu beantworten. Ihr merkt schon, ich rede so, als ob ich das schon gemacht habe, denn das habe ich auch, denn ich habe dieses Intro, nachdem ich die Fragen beantwortet habe, aufgenommen. Und ja, auf jeden Fall sind sehr coole Fragen dabei. Und ja, dafür riesen herzlichen Dank an euch. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Aber genug der Rumlaberei. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim 200 Abonnenten-Special und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Welche Person hat dich am meisten zu deinen Videos inspiriert? Ja, vielen Dank für deine Frage, Sano. Ja, welche Person hat mich am meisten inspiriert? Also ich würde da eigentlich immer vier Personen nennen. Das sind zum einen drei aus Amerika und eine aus Deutschland. fangen wir erstmal chronologisch an. Also ja, nicht direkt inspiriert, aber so, womit ich dann so in diese ganze, ja, ich nenne es jetzt mal Szene, auch wenn es nicht immer ganz dazugehört, womit ich da so ein bisschen reingeraten bin, das war natürlich der Angry Video Game Nerd, der 2006 ein Review über Castlevania 2 hochgeladen hat bei YouTube. Das war so ein bisschen eine Inspirationsquelle, weil er halt ja, er hat das Spiel vorgestellt, hat dabei rumgelabert. Das war so mit das erste Mal, dass ich sowas dann auf so einem Videokanal erlebt habe. Viel größerer Stein des Anstoßes war dann Aqualung Game Reviews. Ich meine so Anfang, Mitte 2007 hat er seinen Kanal gestartet. Und eine kurze Zeit darauf hat er Reviews und Walkthroughs zu NES-Spielen gemacht, also nicht so das komplett durchgespielt, sondern halt immer gewisse Szenen, die bei einem Spiel, ja, die es halt wert waren, da sie zu beschreiben und wie man da am besten durchkommt. Also er hat so Strategy-Guides gemacht, sehr ausführlich und sehr genial. Macht er auch heute noch, also echt einer der besten Kanäle, was Videospiele angeht auf YouTube. Ja, und die dritte Person, das ist ein Kanal namens Corn Shack Gaming. Und der macht wirklich so komplette Walkthroughs mit Kommentar. Allerdings nicht, ja, also weitaus professioneller. Also ich habe ihn noch nie in einem seiner Walkthroughs, oder er nennt es ja Play-It-Through, habe ich ihn noch nie sterben sehen. Weil der ist wirklich gut in jedem Spiel, was er anpackt, und der hat wirklich schon einige Brocken gespielt. Ja, und der erste deutsche Let's Player, wo ich mich ja nicht so nenne, den ich gefunden habe, das war Haze oder Hase W. Ja, und der war eigentlich dann, ja, die Inspiration dafür, dass ich das dann irgendwann mal, ja, auch sowas starte. Und ja, das war soweit deine Frage. Ich hoffe, ich habe sie gut und komplett beantwortet. Und ich danke dir für das Einsenden der Frage. Hallo Shinespark, herzlichen Glückwunsch zu deinen 200 Abonnenten erstmal vorweg.
Ja, solltest du diese Aufnahme hier bekommen, wenn du noch keine 200 hast, wünsche ich dir trotzdem alles Gute, weil ich weiß, dass du diese auf jeden Fall kriegen kannst und auch verdient hast. So, ja, wer bin ich? Ich denke mal, an der Stimme erkennst du mich vielleicht nicht unbedingt. Mein YouTube-Account ist iamuni und ich werde das Prinzip ein bisschen anders gestalten. Ich habe nämlich nur zwei Fragen an dich. Und diese zwei Fragen stelle ich jetzt einfach mal. Wie bist du damals Let's Player geworden? Was hat dich inspiriert dazu? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und deine Fragen, Muni, und deine Stimme erkenne ich schon. Wir haben ja, glaube ich, schon das ein oder andere Mal miteinander gesprochen. Auch wenn es ein bisschen her ist, aber okay. Ja, wie bin ich damals dazu gekommen? Also, ist eigentlich eine ähnliche Antwort wie bei der Frage vom Sano schon. Also die größte Inspiration, das waren die genannten vier Personen, wobei ich da gerne noch eine hinzufügen möchte, und das ist der Ultimate Gamer, der auch schon seit 2007 macht er auch solche, ja, Strategy Guides zu verschiedenen Retro-Spielen und kommentiert dazu. Also am Anfang hat er immer Texteinblendungen gemacht und später hat er es dann selber kommentiert. Ja, das waren so die Hauptinspirationsquellen, ja, und wie ich dazu gekommen bin, ganz einfach. Ich spiele für mein Leben gern Videospiele und ja, dann hat sich das halt so ergeben durch die genannten Inspirationsquellen irgendwann. Ich hoffe, ich habe deine Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet und schauen wir mal auf deine zweite Frage. Hast du irgendwelche Vorbilder, mit denen du dich identifizieren kannst? So, ja, ich bin mal auf das Special gespannt. Alles Gute dir. Ciao. Ja, also von der Grundidee würde ich die fünf genannten Personen, also Ultimate Gamer, Contract Gaming, Arcolan, Game Reviews, Angry Video Game Nerd und Haze, könnte man sagen, es sind Vorbilder, weil sie halt die Hauptinspiration waren. Aber ich bin, also wenn ich jetzt so auf die Frage dann beziehen würde, mit wem ich identifiziere, da würde ich einfach sagen, mit jedem, der solche Videos macht, weil jeder, der Let's Plays, Walkthroughs etc. und alles, was in die Richtung macht, der interessiert sich für Videospiele, der mag Videospiele, der hat Spaß daran, und darum kann ich mich eigentlich mit jedem identifizieren. Also, ich denke, das wird bei vielen anderen nicht anders sein. Weil im Prinzip macht jeder die gleiche Arbeit natürlich im, oder hat, ja, Arbeit will ich es eigentlich gar nicht mal nennen. Also ist ja in erster Linie Spaß. Und jeder macht in seinem Stil diesen Spaß so gut er kann. Oder ja gut, was heißt so gut er kann? Was rede ich eigentlich? Also jeder macht diese Arbeit in seinem Stil. Mit sehr viel Spaß dabei, denke ich mal, sonst würde er es nicht machen. Und ja, darum kann ich mich eigentlich mit jedem identifizieren, der Arbeit in das Spielen von Videospielen in irgendeiner Weise reinsteckt. Jetzt habe ich schon wieder Arbeit gesagt, Gott verdammt. Ja gut, in gewisser Weise ist es ja auch Arbeit, die ganze Zeit zu reden und zu zocken, aber naja, eigentlich ist es doch in erster Linie Spaß und ein Hobby, das von YouTube eigentlich mal bezahlt werden müsste. Ja, und daher ist die Identifikation eigentlich mit der ganzen großen, weiten Let's Player Walkthrough Community für mich gegeben. Ja, ich hoffe, ich habe auch diese Frage zu deiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Und danke dir, lieber Muni, fürs Mitmachen und fürs Einsenden der Fragen. Und ja, vielen Dank.